Hallo, ich habe diese kabellosen Kopfhörer für den Helm als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Weiter nach dem Intro. So, packen wir das Ganze mal aus. Haben wir schon eine schöne Aufbewahrungsbox. Ich weiß gar nicht sicher, ob das ein Leder sein soll oder ob das Gummi ist. Das ist gerade so dieser Übergang, dass man zweifelt. Hier drin sehen wir die Lautsprecher mit Ladefunktion. Oh, hier eine Buchse. Könnte USB-C sein. Jawohl, ist USB-C. Abstand ist okay. Hier haben wir ein Handbuch dabei. Auch auf Deutsch. Also die Anleitung ist schon mal sehr klein gedruckt. Auch schwach von der Tinte. So kein Vergnügen, die zu lesen. Aber sie ist immerhin dabei. Hier sind die Tasten. So, das Ganze ist mit Strom versorgt. Da leuchtet jetzt auch was. Okay, also die Pairing-Taste und An- und Ausschalttaste ist hier auf dem Einlautsprecher und hier ist wahrscheinlich die Lautstärkeregelung. Das heißt, wir drücken also hier drauf und dann fängt er an zu blinken. Anniger Plombing wird dann gefunden. Ist verbunden. Also wird sofort erkannt vom Telefon. Jetzt werde ich das Ganze mal testen. Das schneide ich dann raus. Aus urheberrechtlichen Gründen. Ich habe es jetzt getestet und wie ich vermutet hatte, das ist die Lautstärke. Sie fängt an zu tuten, wenn man beim Maximum ist. Beziehungsweise genauso, wenn man beim Minimum ist. Das heißt, man weiß dann, es geht nicht mehr leiser oder nicht mehr lauter. Die Klangqualität ist sehr gut. Aber die Lautstärke ist natürlich so, das ist auch voller Lautstärke direkt am Ohr rangehalten. Ja. Immer noch leise ist. Aber man soll ja auch vom Verkehr was mitbekommen.
Wer sowas also haben möchte, kann sich es gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.